Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty hier im verschneiten Brilloria, Opticania oder wie auch immer dieses Dorf heißen soll. Ja, erstmal herzlich willkommen, vielen Dank, dass du einschaltest und viel Spaß bei der Folge. So, ich wollte erstmal was erwähnen und zwar habe ich das Ding hier vollkommen umsonst gebaut. Das habe ich bei der Lucida im Video gesehen, beziehungsweise in den Kommentaren. Bei der schaue ich gerne mal rein, die steht auch in der Videobeschreibung. Ihr habt nämlich so ein Steinlagerfeuer im Haus. Ihr habt nicht nur den Kessel, also ihr müsst gar nicht den Kessel benutzen, ihr könnt auch das Steinlagerfeuer benutzen. So, das war's. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. So, was ist jetzt Plan? Was hat der Brille vor, fragt ihr euch garantiert. Ich hatte erst überlegt, was mache ich jetzt? Nicht? Ich könnte ja hier hingehen. Und eine Jagdhütte bauen. Die habe ich auf jeden Fall vor, hier irgendwo hin zu klatschen, weil die Rehe hier rumlaufen. Aber ich glaube, wir fangen heute mal mit einer Quest an. Mal gucken, was uns da erwartet. Halt! Stoppe die. Stoppe die, stopp, stopp. Habe ich hier nicht noch? Guck mal. Hier noch. Das hier nehmen wir mal mit. Das hier nehmen wir mal mit und was tun wir da rein? Das Stroh, den Ton und die Stöcker meinetwegen auch. So, und jetzt machen wir mal noch lol. Ach ja, das Bogenschießen Zeug war jetzt auch hier dran gekommen. Durch den Patch, glaube ich. Bin mir aber gerade voll nicht sicher. Bin heute nicht so klar, es ist mega kalt. Oh, ich habe vergessen, das so zu machen. Brille. So, jetzt aber. Kleiner Cut, wir sehen uns sofort wieder, wenn die fertig sind. So, fertig gebaut, Freunde. Jetzt einmal kurz hier dran nochmal. Kann ich noch irgendwas ablegen? Guck mal, die Steinmesser. Gott, was habe ich denn hier fabriziert? Zwei Stück weg. Jetzt fehlen noch 0,65 Kilo, komm schon. Warte. Halt, stopp. Ich kann nicht. Mein Gott, Brille. So, jetzt aber. So, dich kann ich essen, dich kann ich essen, dich. So, fertig. Alles klar, let's roll. To the city. Immer ein Schlückchen trinken hier unterwegs. Slurp. Ah, wunderschön. So, let's go weiter. Ich habe halt das ganze Werkzeug dabei. Ich bin eigentlich total hohl. So, bevor wir jetzt die Quest annehmen, gehen wir einmal unsere sexy Wurfsteine verticken. Unsere Ninja-Wurfsterne, Steine. Ey, Kind. Mensch. Hallo Adelina, zeige mir deine Ware. Gucke mal. Ah, brauchen wir nicht unbedingt. Kann bei Karottenernte gewonnen werden und verkauft werden. Kann im Frühling gesät und im Herbst geerntet oder im Winter gesät und im Sommer geerntet. Es kann im Winter gesät werden? Ach. Kauf mal 5. So, und jetzt verkaufen wir die alle unsere Brocken. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Es wird jetzt gehen. Auf Wiedersehen. So, und jetzt kurz nach Unigost. Wo bist du, Unigost? Ich will meine Schulden begleichen. Ich will keine Schulden bei dir haben, alter Mann. Ich bin ein rechtschaffener Bürger dieses Dorfes. Willst du gar nicht? Ach so, Violon. Guck mal hier, Flachshalm, ne? Aber wie macht man eine Grundregel für kann in der Scheune hergestellt oder gekauft werden? In der Scheune? Aha, aha. Gucke mal, jetzt kommen wir schon näher dran. Scheune, 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 Scheune. Ach Gott, ich habe noch gar kein Lebensmittellager. Ach du Heilige. Landwirtschaft durch Pflügen, Säen, Ernten, Gemüse sammeln, Tiere melken, Schafe scheren. Oh Gott. Ja dann, gucken wir mal, wo ist denn der Düngerheini? Der müsste da sein. Hopp.
Ey du, ich will deine Scheiße kaufen. Bro. So, bei mir, zeige mir deine Ware. Dünger. Boah, der ist gut günstig. Dann nehmen wir einfach mal. Fuck, zu viel. Arr. Hier, du kannst mal meine Giftpilze kaufen. Den hier kannst du auch haben. Zehn Johanniskraut vielleicht. Alter, ich komme nicht auf das Gewicht, verdammt nochmal. Das ist echt nicht gut. Guck mal, dann verkaufen wir jetzt halt die Schaufel. Die kann ich auch nochmal kaufen. Fackel kann ich auch nochmal bauen. So, ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, nehme ich die Quest trotzdem an? Ich speichere lieber vorher, Mann. Einfach Speed Balzer, meine Freund. Falls ich nämlich dann gleich zu voll bin, wisst ihr, da habe ich keinen Bock drauf, dass wir dann die Quest nicht schaffen, weil ich Brille mal wieder zu voll gepackt unterwegs ist. Hallo, mein Freund. Alvin von The Chickmans. Ich kam aus dem Süden hierher. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Ort für mich selbst, wo ich ein neues Leben beginnen kann. Hallo, ich bin Alvin. Ich erkenne dich nicht. Bist du neu hier? Bla bla bla. Nun, viel Glück. Bla bla bla. Jeden Tag bearbeite ich Felder. Tatsächlich tue ich jeden Tag dasselbe. Jahr für Jahr. Langweilt es dich nicht? Wenn ich du wäre, würde ich vor Langeweile sterben. Natürlich langweilt es mich. Wie lange kann ich im Leben. Was? Wie lange kann man im Leben immer wieder dasselbe tun? Aber die Familie braucht meine Hilfe und ich gebe mein Bestes. Habe ich dich beleidigt? Entschuldige. Es ist in Ordnung. Obendrein ist der Griff meiner verdammten Sense gebrochen. Jetzt dauert die Ernte noch länger. Ich glaube, ich weiß, wie ich dir damit helfen kann. Bis. Ich bin bald zurück. Ok. Halt, stopp. Alvins Geschichte. Nie. Ein Stock. Ein Stock nur. Habe ich alle meine Stöcker verkauft? Oh, bin ich nur was. Egal, hier wird ja wohl irgendwo ein Stock rumliegen oder stehen. Ja, guck. Oh, Alvin, ey, du machst mir echt schwer. Alvins Geschichte. Alvin Brew. Halt. Journal. Alvins Geschichte, Quest verfolgen. Yep, Sir. Da ist er. Alvin! Und grüß die Chipmunks. Hier, Mann. Hast du Witze? Wie soll ich das benutzen? Gib mir die Sense, ich zeige dir, wie man das macht. Okay, du hast mich überrascht. Falsche Stimme. Bist du eine Art Handwerker? Wie hast du es gewusst, wie man es macht? Ich weiß, wie man einige Dinge schafft, einfache Dinge schafft. Ich kann auch nicht lesen, Leute. Wir lernen jeden Tag etwas Neues, nicht wahr? Vielleicht. Ich bin ein Landwirt, wie mein Vater, und ich kenne nicht viel mehr. Man weiß nie, wann sich etwas in deinem Leben als nützlich erweist. Jedenfalls danke für deine Hilfe. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Synchronisation. Sicher, der Roggen schneidet sich nicht von selbst. Bis nachher. Ja, tschüss. Ende des Dialogs. Warte auf den nächsten Tag. Das war ja jetzt eine schwere Quest, Alter. Irgendwas noch in den Nika? Oder in Veranica? Baranica? Nö. Ah, hier in Hornica ist aber was. Boah, bis nach Hornica ist aber Danger, ey. Dann würde ich erst gerne das Zeug nach Hause bringen und mich noch ein bisschen ausrüsten. Dann können wir gerne einen Marsch nach Hornica machen. Aber erstmal hier. Fleisch, wo ist mein Fleisch? Give it to me. Das Fladenbrot ist ja fast vergammelt. Oh nee, ich esse das. Oh nee, wie schade drum. Aber das ist echt blöd. Das gammelt schnell, ey. Halli, der Witzka. Ja gut, ein Tag ist eine Jahreszeit, ne? Natürlich gammelt das schnell, Brillo. Du Billo. Ah. Genau. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir da in der Kiste sogar noch ein paar Rundhölzer. Damit kann ich mir noch ein paar Speere machen. Wer weiß, was uns unterwegs erwartet. Ich will echt, ich will drei, vier Speere haben, wenn ich dahin laufe.
Oder vielleicht wäre es auch einfach besser, wenn wir erstmal Alvins Geschichte abwarten. Guck mal, ich klatsche jetzt einfach das Zeug rein, was ich nicht brauche. Den. Halt mal, den Dünger, den brauche ich ja. Denk doch mal kurz nach. Bitte. So. Tasche. Take it. Karottensamen habe ich. Wann kann der Kohl eigentlich? Frühling oder im Sommer? Okay, alles klar. Dann kann ich den schon mal nicht einpflanzen. Ist aber auch kein Dingeling. Kriegen wir alles hin. So. Dann wollen wir mal düngen, ne? Ah, dafür muss ich die, glaube ich, ausrüsten. 5. Wo ist die andere Tasche? Hallo. Ich denke mal, also Ammoni, wir hatten ja vorhin sogar noch bei Steam darüber genau geschrieben, glaube ich. Und ich denke mal, dass sie einfach unterschiedlich groß sind, die Taschen. Ich möchte hier bitte Dünger. Muss ich jetzt erst düngen? Oder? Was für ungepflügt? Was ist denn hier los? Warte mal. Ne, das wollen wir jetzt aber schon einsehen. Ich glaube, wir sehen das jetzt ein. Machen dann noch ein bisschen was hier fürs Dörfchen. Warte mal, hier Rundholz. Ich weiß gar nicht, wie viele ich brauche. Ich crafte einfach mal nichts. Ah, 10 Stöcker fehlen. Habe ich. Ja. Kann ich hier auch einen Steinpflug bauen? Steinhacke. Ist das eine ein Werkzeug zum Pflügen von Feldern? Okay. Stock 10, Stein 4. Steine habe ich jetzt nicht. Stöcker auch nicht. Doch, Stöcker habe ich. Dann bauen wir uns doch direkt so ein Ding, oder? Warte mal. 10 waren das. Zack. So. Hä? Egal. Und jetzt 4 Stöcker, Steine, ne? Das schaffen wir ja wohl. Guck mal, hier überall liegen sie schon. Zack. Zack. Einer noch. Und zack. Bäm. So, Rugi Zugi, geht das nämlich. Himmel. So. Jetzt gucken wir hier mal zu. Machen wir das mal. Mal Steinhacke. So. Boah, 10 Sekunden, ey. Das kann ich euch ja nicht antun, oder? Ach doch. Bis ich zu Ende gelabert habe, ist der Timer schon abgelaufen. Ihr werdet sehen, genau jetzt. Nice, oder? So. Jetzt, ausrüsten. Ausrüsten kann ich dich gern mal hier. Und du kannst dann doch hier drauf. So. Dann machen wir mal. So. Jukit. Hä? Ach lol. Guck mal. Zack. Lecker. Die Kacke auf dem Feld verstreuen. Und läuft das auch? So. Tasche 7. Karottens. Achso, jetzt brauche ich wieder eine Hacke. Okay. Das ist mein erstes Mal. Leute, nimmt es mir nicht übel, wenn ich mal wieder nichts peile. Hallo, da. Zack. Boah, schön sieht es aus. Guck dir an, hier. Schön am Glänzen, voller Dung. So. Jetzt aber. Zack. Und Doppelzack. Trippelzack. Ich bin mal gespannt, wie viele Karotten aus einem so einem Quarter rauskommen. Ah, ist das nicht schön? Es ist so schön, dass ich hier glatt noch ein bisschen erweitern will. Aber wohin? Ich glaube. Hä? Kann ich nicht? Ach, lol! Es war ja anders. Ich bin dumm. So, hier Landwirtschaft. Feld. Ach, weil das. Ach, da kann ich jetzt nicht direkt dran machen, oder was?
Ah, das ist blöd. Ne, dann lassen wir das so. Puh. Wenn ihr nicht wollt. Habt halt Pech. So. So, jetzt machen wir erstmal hier die Hacke rein. Die Tasche. Was habe ich jetzt reingetan? Keine Ahnung. Hm. Egal. Die Tasche. Den Dünger können wir nicht hier reinmachen. Fuck. Ja, egal. So, dann nehme ich die Tasche auch wieder raus. Und die Tasche auch. Und die Steinhacke auch. Und jetzt bringen wir das alles ins Haus. Hier ins Lagerhaus. Und dann ist gut. Ja, passt schon. Wenn es einer klaut. Der klaut schon scheiße. Obwohl, man weiß nie. Das ist das Mittelalter, ne? The Dark Middle Age. So, Steinhacke, Tasche. Karottensamen können die meinetwegen auch rein. Und der Dünger. So, very nice. Very nice. Ich dachte kurz, das wäre ein Wolfsgeheul. Ich habe mich übelst erschrocken. So, ich mach mal aber trotzdem einfach mal 5 Speere. Weil ich finde die Speere gut. Wenn du damit einen Wolf im Kopf wirfst, ist er tot. Mit dem Bogen musst du erstmal strugglen und hageln. Ey. Ich mag den Speer echt momentan noch lieber. Muss ich wirklich gestehen. So, jetzt habe ich wenigstens mal ein paar Speere auf Tesch. Das ist sehr schön. Jetzt trinken wir mal einen Schluck lecker aus dem eiskalten Fluss. So. Ja. Gut, wenn wir heute nicht mehr aus dem Dorf rausgehen, würde ich sagen, dass ich hier mal ein bisschen Deko veranstalte. Hör mal. So, ein Zäunchen kommt jetzt nämlich hier hin. So. Achso, lol. Okay, er will jetzt erst, dass ich wieder Stöcker hole, aber wir haben ja 1 Milliarde. Nimm ich mal ein paar auf Tasche. Nimm mal. Oh, nimm mal ruhig 100 Stück. Dann geht er mir nicht auf den Keks beim Dingensbau. Beim Zaunbau. So, again. So. Der Baum steht ganz klar in meinem Gebiet. Das ist ganz. Steht ganz außer Frage. Dass der zu meinem Garten gehört, der Kollege. Ah, schön, oder? So. Da wird jetzt drauf gezimmert. Ich mag's. Zackedi Bums. Da macht es einfach Bums. Ich frag mich, ob man auch irgendwann ein Möbel draußen aufbauen kann, wie Bänke oder so. Fände ich halt schön an so einem fetten Lagerfeuer. Wäre episch gut. Ah, very nice. Ah, sieht das nächste Kamin. Ah, yeah. Guck, der Baum ist drin. Ah, so gefällt mir das. Ich mag das. Gucken wir in unsere Hasenfalle. Sieht nämlich so aus. Also die, jupp, die ist gefüllt. Sehr schön. Zack, zack. Oh, jetzt können wir auch direkt eine neue bauen, weil die kaputt ist. Ist ja auch kein Ding. So. Da sollst du stehen. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, da steht einer. Heidewitzka. So. Gehen wir mal. Gehen wir schon schlafen? Ist halt die Frage. Hm. Tu die Stöcker mal. Auch ins Lagerhaus. Die werden wir bestimmt noch brauchen. Wo sind sie denn? Da sind sie doch.
So. Und jetzt würde ich sagen, meine Freunde, hauen wir noch ein bisschen auf Bäume. Weil Holz ist immer gut. Dann haben wir halt ein bisschen auf Reserve, wisst ihr. Nach dem Winter soll es ja auch schließlich damit losgehen, unser Dorf zu gründen, sprich erste Einwohner ranzuholen und so weiter und so fort. Die erste Frau halt noch nicht. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gepatcht ist. In den Patch Notes stand, soweit ich gesehen habe, nicht drin, leider. Ja, deswegen werde ich erstmal nicht heiraten, weil man sonst in der Quest festhängt. Also ich werde nicht heiraten, bevor ich die Quest habe, das zu tun. Weil ich finde das schade. Ich mag sowas nicht. Dann könnte ich, werde ich wahnsinnig und dann fange ich nachher nochmal neu an. Das will ich euch nicht antun. Oh Gott. So, das ist die erste Kuh, die ist verarbeitet. Guck mal, dann können wir auch hier da raus. Nee, nicht dort. Können wir auch hier raus. Viermal. Machen wir ruhig viermal Brennholz. Das haben wir dann da in die Kiste. Haben wir schon mal was, weißt du, für den nächsten Monat, für den nächsten Winter. Ist doch total ideal. Noch nicht gecheckt, wie das geht, ob das überhaupt schon implementiert ist, richtig, dass sie frieren. Weil man braucht zwar Brennholz, aber braucht man das als Zündmaterial? Weil ich kann halt Feuer, glaube ich, einfach anmachen. Genau. Gut. Ach, die Holzstämme wollte ich auch da reintun. So, ist der Brillo wieder schön leicht unterwegs. Leicht und flockig. So, dann hauen wir hier noch einen Baum weg. Oh, hier ist so schön, ne? Hier will ich eigentlich gar nicht. Ah doch, du musst dran glauben, Freund. Zack, zack, zack. Und doppelt zack. Schwibbel. Die schau ich weg, du. Ja. Zack. Ey, lauf nicht weg, feige Sau. So. Da hinten. Zack. Ich find's geil gemacht mit dem Knatschgeräusch des Schnees unter den Füßen. Mag ich wirklich sehr. Ach, guck mal. Unser Feld. Mit den ersten Kartoffeln. Ist was, Doc? Klatsch. Komm her, du. Feigling. Oh, Federn. Yo, die Federn. Ey, Brillo, du bist doch auch ein Horst, ne? Genau, guck mal erstmal. Hier sind noch Federn. Jetzt bin ich natürlich sehr schwer. Aber ich will jetzt da gucken, ob da Federn sind. Und ich gucke jetzt auch gleich da hinten, wo ich den Baum gefällt habe, weil brauche ich ja für Pfeile. Und ich denke immer nicht dran. Ich hau immer die ganzen Bäume weg, wie so ein Behinderter. Und dann. Ja. Denke ich nicht dran, die Federn aufzusammeln. Das ist echt unpraktisch. Komm schon, Brillo. So, Rundholz da rein. Die Stöcke können meinetwegen auch erstmal da rein. Keine Fackel? Oh, jo, da müsste ich auf jeden Fall noch eine bauen. Aber warte mal, wo habe ich denn den Baum gefällt? Hier oder nicht? Guck mal, da liegen Federn, ne? Ha! Brauche nämlich doch einiges an Federn. Ich guck mal eben, Technologie, Überleben, eine Falle für Vögel, sie liefert eine kleine Menge Fleisch und Federn, sie hat, kann bis zu dreimal verwendet werden, oh nice. Das kaufen wir, zack, haben wir noch genug Geld und dann bauen wir jetzt davon auch mal eine, was brauchen wir denn dafür? Zwei Stock, zwei Steine, kein Problem. Ist ja. Kein Problem. Ein paar Stöcker, wo sind Steinis? Steinis. Da. Ne, da. Was war das? Ein Stock, ein Stein? Ne, zwei Stock, zwei Stein. Okay. Na dann. Bauen wir mal so ein Ding hier hin. Kann ich noch so eine bauen?
Fallen mit Losch. Okay, lol. Alles klar. Alles klar! Gut, dann legen wir den guten Brillo jetzt mal ins Bett hier. Beziehungsweise nein. Hey. Wir essen erstmal noch ein lecker Fladenbrot. Ach, eine Fackel mit. Oh, Brille. Was brauche ich denn nochmal für eine Fackel? Ein vier Stock und 10 Stroh. Eins, zwei, drei, vier. Vier Stock. So, das will ich jetzt noch eben machen hier. Lauf, Brillo. Spring, als wärst du noch nie gesprungen. So, und 10 Stroh. Ups. Oh. So. So, Fackel bauen. Keine Fackel im Slot. Mann. So, jetzt aber. Turn the lights on. Dun, dun, ding, dun, dun, dun. Cool, ne? Mit dem. Ich find's zwar so nur so ein Stöckchenzaun. Aber hey. Das ist unser Stöckchenzaun. So. Ja, ich würde sagen, ich lasse den Guten jetzt gleich mal offscreen. Ah, warte mal. Nee, nee. Wir gucken jetzt erst einmal. Oh, sieht das schön aus, wenn da das Licht brennt oder was? It's like home. Nice. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt offscreen noch das Fleisch grillen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Falls ihr Tipps, Kommentare, irgendwas habt, haut's einfach raus. Mich interessiert es auf jeden Fall. Also, was soll ich sonst noch sagen, außer danke für diesen kranken Support und bleibt so toll, wie ihr seid. Haut rein, euer Brille.